Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Natürlich hätten wir hier noch was zu hacken, aber ich vergesse das mal. Wir haben ja immer noch eben ein paar Aufträge, die wir machen müssen. Insgesamt 2 Stück. Der letzte war leider nicht darunter. Von daher gehen wir mal hier hin und dann vielleicht hier hin. Machen diese Fixer-Aufträge für Regina Jones. Ich habe 23 Stück. Könnte ja vielleicht noch ein bisschen dauern. Hier drüben gibt es auch einen, aber der ist für Wakako. Ja, mal schauen. Wir machen mal die 2 hier. Alles andere lasse ich mal rechts und links liegen. Wir haben schon wieder einen Levelaufstieg. Was cracken, Dell? In truth. I wish to apologize for my recent excesses. Excesses? Exaggerating a little, I think. I positioned my personal views above my professional responsibility. The Delamain Network always strives to prioritize professionalism and customer satisfaction above all else. You are professional, and I am satisfied. That's very kind of you, but the standards to which I must hold myself are clear. Oh, you're being too hard on yourself. Standards are the foundation on which I built the Delamain brand. Because of them, I am able to offer premium services and be who I wish to be. Through loyalty to the customers, you're loyal to yourself. That it? That's precisely it. I wish you a pleasant journey. Vielen Dank, Del. Vielen Dank. Sehr nett von dir. Wir müssen wieder über die andere Seite hineingelangen. Na, hier ist eine Gasse. V, got a rat problem on my block. Who doesn't, right? Thing is, these rats are human-sized. Look just like tiger claws, too. Biggest one is a certain Taki Kenmochi. So do your fixer a solid and neutralize her ass, will ya? Deeds attached. Can neutralize? Auftragskiller. Taki Kenmochi. Wohnhaus Ecke Cortes und Kennedy Street. Ich habe eine Wohnung in diesem Block in Kabuki. Nicht viele wissen davon. Willkommen im Club. Und so soll es auch bleiben. Mein Problem ist ein gewisses Tiger-Arschloch. Plus Anhang. Das ausgerechnet vor meiner Scheißtür eine Pachinko-Aktion gestartet hat, das riecht nach Ärger. Lass mich raten, du glaubst, es wäre besser, sich in der Öffentlichkeit zu verstecken? Vergiss es. Wenn nicht, falls das NCBD die Automaten findet, werden sie ihre Bullenschnauzen früher oder später auch durch mein Schlüsselloch stecken. Ich kann nicht riskieren, dass sie etwas finden, das sie nichts angeht. Die Sache eilt. Geht zum Wohnblock, wo die Tiger Tussi namens Taki Kenmochi ihr Pachinko-Ding laufen hat und kümmere dich um sie. Alle anderen Tigers in der Gegend werden die Nachricht verstehen und sich verpissen. Okay, sieht ein bisschen aus wie wir. Einfach mit roten Haaren. Mal schauen. Werden wir sie irgendwo hier in einem Ding antreffen? Ich habe gar nichts getan! Die haben jetzt schon Angst. Wow. Ich habe ja gar nichts getan, Leute. Wahrscheinlich ist sie da drin. Mhm. Katie verlässt. Captures.
Interesting. Da geht's auf jeden Fall rein oder da geht's raus. Eigentlich muss ich sagen, finde ich es manchmal ein bisschen besser ohne Map zu spielen. Bringt einem ein bisschen so dazu, die Gegend zu erkunden. Was man vielleicht nicht immer macht. Springen erzwingen. Okay, Remote übernehmen geht nicht. Ausschalten geht aber. Technische Fähigkeit brauchen wir da. Haben wir leider nicht. Wie gesagt, da rein geht's nicht. Und vielleicht unterirdisch? Oder von draußen? Nee, sieht nicht so aus. Da geht's auf jeden Fall rein. Irgendwie haben die alle Angst vor mir. Dabei habe ich ja noch gar nichts getan. Jetzt sind wir hier hinten. Ein Esoterikladen. Hi. Ist ja schön hier wieder mal. Da geht's hoch. Ist auch wieder so ein Fake-Ding, das eigentlich ziemlich echt aussieht. Okay, ich gehe dann mal die Leiter hoch. Mal schauen, wo das hinführt. Jetzt gibt's hier was zum Hacken. Shit, jetzt habe ich nicht drauf geschaut. Pidi. Ah, das wird nix. Naja. Schade. Hier oben ist sonst nichts mehr. Nee. Huch. Wir müssen auf jeden Fall da rein. Yes. Wer bist du denn? So, wir haben sie schon getötet. Das ging schneller als erwartet. Wahrscheinlich hätte ich sie wieder leben lassen sollen. Naja. Ich meine, sie ist killen. Nee, ich will nicht spielen. Nee, ich will nicht spielen. Ein andermal. Heute nicht. Taki Kenmochi und Kenshin Sakura. Hey, hey. Einmalige Gelegenheit, Shum. Hm? Toni ist raus aus dem Geschäft. Schon gehört? Mhm. Ist von einem Dach geschmissen worden. Hatte Schulden. Genau. Hatte seinen Pachinko-Automaten nicht abbezahlt. Jetzt ist unsere Chance. Als nächstes den Bürgersteig mit unserem Hirn zu pflastern? Nein, Mann, hör zu! Wir können diese Maschinen zum halben Preis von Bill dem Clown kaufen. An deiner Stelle würde ich mit dem nicht nie ins Geschäft einsteigen. Und an deiner Stelle würde ich auf mich hören. Willst du vor Langeweile wichsen? Bist du tot und fest?
ewig mit deinem hässlichen Output leben? Wenigstens schmeißt die mich nicht vom Dach. Hör auf, ich meine es ernst. Wir nehmen die Automaten und bauen sie im Block auf. Und dann werden wir reich und leben glücklich bis ans Ende unserer Tage. Das Ende. Das kann gar nicht schief gehen. Wenn du meinst. Es ging schief. Hat sie noch gelebt? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Genau so macht man das. Ein Tag weniger in der Stadt. Ich mag, wie du Probleme löst. Auftrag erledigt. Das Auto wartet. Das Auto wartet. Soll ich sie in ein Auto liefern oder? Oder wie? Oder was? Oder wer? Wait. Ich brauche deine Kenmochi. Ich brauche deine Hilfe, Onkel. Taki Kenmochi und Hiro Kenmochi. Hey, Onkel. Ich weiß, dass ich dir das Geld vom letzten Darlehen noch nicht zurückgezahlt habe. Aber ich brauche noch mal deine Hilfe. Das ist das letzte Mal. Versprochen. Es ist wichtig. Sonst bin ich in echten Schwierigkeiten. Leid dir was von deinem Vater. Ich bin nicht dein Sparschwein. Onkel, bitte! Du weißt doch, dass wir nicht miteinander reden. Dann ist das eine gute Gelegenheit, damit anzufangen. Okay. Da geht's auch noch rein. Da nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Aber eben hier geht's rein. Waren wir hier schon drin? Das ist die Tür von drinnen. Ah, I see. Habe ich wieder nicht richtig geschaut. Shit. E91C. Zum Glück lief das gut. Alter, mega viel. Stuff. Wo geht's hier hin? Wahrscheinlich nirgends, aber wir können es ja trotzdem mal anschauen. Okay. Okay, aber sonst gibt es hier nichts. Ganz kurz. Shit. Komm schon. Okay, da geht's nicht hoch. Hätte ja sein können. Wahrscheinlich hätte man die einfach von da oben auch wegrotzen können. Und da geht's wirklich nicht rein. Doch, da geht's rein. Da drin ist was zum Lesen. Kann man auch was hacken? Aber da muss man irgendwie von irgendwo anders reinkommen. Ich heb sie mal auf. Vielleicht brauchen wir sie irgendwie doch noch. Vielleicht geht's da rein. Nur zwei Stück. Okay.
umso besser. Sorry, dass ich gerade kurz was schauen. Hier gibt's echt viel zum Hacken. C5. Jetzt habe ich mich beklickt. Sehr schön. Oh Mann. 1C55. 71C. Ich bin gerade nicht so bei der Sache. Ah, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Nice. Sicher ist sicher. Gangs in Night City. Waren wir schon. Ich glaube, wir haben es. Das war auch wieder nicht das, was ich eigentlich machen wollte, aber gut. Wait noch mal kurz. Das Auto wartet. Komm her. Ich frag mich, wie, also was hatte das zu bedeuten? Und das Auto wartet. Wahrscheinlich, wenn sie lebendig gewesen wäre. Vielleicht. Ich sie leben lassen hätte. So, da oben, naja. Vielleicht. Das ist eine Treppe. War aber auch nicht eben dieser Auftrag. Das ist was Kabuki. Das ist echt doof, dass ich jetzt hier die ganzen Aufträge abarbeiten muss. Nur um an diese zwei Jobs zu kommen, die ich machen will, bevor wir da eben ins Phantom Liberty DLC gehen. Ich glaube, man könnte auch zwischen den DLCs, also zwischen dem DLC und dem normalen Spiel wechseln. On the fly. Aber ich weiß ja nicht, wann diese zwei Missionen uns einen Benefit geben. Oder wir uns das vielleicht verspielen, wenn wir die eben nicht machen und sozusagen verpassen. Deshalb würde ich das halt schon gerne machen. Waffe wegstecken. Was ist denn hier los? I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. We'll be right back.
Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.